im Startlöcher. Genau, also ich hatte es gerade eben gesagt, Buga war ja dieses Jahr das Thema. Es gab ja viele Konzerte auf der Buga und anderem gab es aber auch ein Alternative Band Festival, was im September an zwei Wochenenden, 48 Bands sind da aufgetreten in 6 Tagen. Wave Off ist eine Band aus Mannheim, ganz neu, die haben bisher auch noch kein Konzert gespielt. Das Opening-Konzert, ihr erstes Konzert, war tatsächlich auf der Buga im September, 8. September sehe ich gerade. Danach haben sie nochmal am Alter gespielt und beim Nachtwandel in der Kombüse. Sie haben 3 Auftritte dieses Jahr gehabt. Und wer es gut findet, der kann am 17. Februar nächstes Jahr in Siebener Club kommen. Da spielen sie das nächste Konzert im neuen Jahr, im Siebener Club dann. Also erstmal die Musik, damit die Leute wissen, ob sie überhaupt Bock auf sowas haben. Und dann sagen wir die Daten noch einmal. Genau, also es ist so. Warte, genau. Es ist eigentlich Post-Rock, Indie-Post-Rock, sagen sie auch selber von sich. Und also für mich hat es irgendwie so eine ganz tolle Mischung. Es ist nicht zu Indie, aber eher Rock. Mhm. Also ich würde sagen, hört es euch mal an. Der Single ist, glaube ich, aufgenommen dieses Jahr im Studio. Mal gucken. Wir haben kurz angeteasert, um euch zu testen, ne? Ob ihr checkt, dass der falsche Song ist. Habt ihr gecheckt? Test bestanden, richtig nice. Auf jeden Fall ist der Song. Ist der nächste Song Fake Love. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle so zahlreich da seid. Also es ist mehr, als wenn es jemand hätte träumen können. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und es seid ihr. Vielen, vielen, vielen Dank.